Genossen treffen sich im Dreiländereck. Mitglieder der SPD-Landtagsfraktionen Bayerns, Sachsens und Thüringens schnürten heute Vormittag die Wanderschuhe. Vor ihrem Spaziergang entlang am ehemaligen Todesstreifen legten sie am Dreifreistaatenstein, also dort, wo die Freistaaten Thüringen, Sachsen und Bayern aufeinandertreffen, einen Kranz nieder. Damit wollten die Genossen an die deutsche Teilung und deren Opfer sowie an die friedliche Revolution vor 25 Jahren erinnern. Aber auch die aktuelle Politik stand auf dem Programm. Wir haben in allen drei Freistaaten Politik zu machen. Wir haben ganz unterschiedliche Herausforderungen zu bewältigen. Aber trotz alledem gibt es viele Dinge, die man auch gemeinsam voranbringen muss. Ein wichtiges Stichwort ist vorhin gefallen, das Thema Verkehr, die Bahnstrecke, die Sachsen-Franken-Magistrale. Aber es sind auch viele andere Themen, wo der Austausch gut tut und wo man über die Ländergrenzen hinweg zusammenarbeiten kann. Und so gab es während einer kleinen Stärkung so manche Gelegenheit länderübergreifender Gespräche, die dann beim Spaziergang ins knapp 4 Kilometer entfernte Mödlareuth zum Deutsch-Deutschen Museum vertieft werden konnten.